Ja, es ist wieder soweit. Vorletzte Woche, vorletzte Video, vorvorletzte Video, ich weiß es gar nicht. Aber eins der letzten Videos an einem Donnerstag, bevor das nächste Jahr beginnt, 2019. Und natürlich, Entschuldigung, aber Weihnachten ist vorbei. Ja, und wir kommen zu einem Buch, wie immer. Ich habe eins, und zwar liegt es schon echt lange bei uns und es tut mir total leid, dass wir es nicht schneller gelesen haben und rezensiert haben. Wir haben es da echt ein bisschen verpeilt. Ist also wirklich Entschuldigung. Und zwar vom Lucifer Verlag, Hexe von Font-Royal, Band 1, steht auch gleich hier. Ja, also es ist ein Mehrteiler. Zwei auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sogar ein Dreiteiler, aber einen zweiten habe ich irgendwie auch schon das Cover gesehen. Dritten weiß ich jetzt nicht genau. Also nicht festnageln. Robert McCammon hat hier Matthew Corbett geschrieben. Und ja, ich möchte jetzt einen Teil daraus vorlesen. Ich habe jetzt so eine kleine Szene, die mir ganz gut gefällt. Es geht eigentlich darum, dass hier ein Friedensrichter losgeschickt wird mit seinem, was ist das? Mit seinem Gerichtsdiener, genau. Und diese beiden Herrschaften sollen dieser Hexe den Garaus machen, beziehungsweise sie bestrafen, wie auch immer. Denn angeblich ist da schwarze Magie im Spiel. Sie ist eine Fremde, wunderschön, und in ihrem Haus gibt es eindeutige Indizien, dass sie eine Hexe ist. Und ja, wie es halt so ist, werden sie losgeschickt. Sie sollen das halt rausfinden und sollen natürlich das Richtige tun, ist ganz klar. Aber irgendwie scheint es nicht ganz so zu sein, dass sie eine Hexe ist. Wie man es halt auch schon häufiger gehört hat. Ja, und jetzt lese ich euch einen kleinen Teil daraus vor, der mir da besonders gut gefallen hat. Und damit ihr so ein bisschen die Stimmung auch von diesem Buch mitbekommt. Er stieß einen verstümmelten Schrei aus und fing fieberhaft an, mit dem anderen Fuß dagegen zu treten. Die Knochen bekamen Risse, zerbrachen und fielen zu Boden. Nachdem Matthew den Rest des Brustkorbs und der Rückenwirbel von sich getreten hatte, robbte er so schnell davon, wie der schlammige Untergrund es zuließ. Auf Blättern und Kiefernadeln angekommen, setzte er sich auf und presste den Rücken gegen einen Baum. Sein Atem rasselte in seiner Lunge und seine Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen. Benommen dachte er daran, dass der Richter über den Zustand seines Mantels ganz außer sich sein würde. Solche Mäntel waren nicht leicht zu finden und er hatte diesen offensichtlich ruiniert. Ein Brustkorb. Wie von einem Menschen. So ruiniert, dass auch eine Wäsche nicht mehr helfen würde. Gott, verdamme diesen Regen und Schlamm, verdamme dieses wilde Land und verdamme Show Comb und den Nachttopf, den er hätte haben sollen. Ein Brustkorb, dachte Matthew. Inzwischen lief ihm der Regen übers Gesicht. Es war kalt und die Kälte half ihm, klar zu denken. Natürlich konnte der Brustkorb auch von einem Tier gewesen sein. Oder? Die Laterne war schlammbespritzt, aber dem Herrgott sei Dank, die Kerze brannte noch. Er stand auf und ging vorsichtig zu den Knochenresten hinüber. Dann kniete er nieder und ließ das Licht darauf fallen. Versuchte zu sehen, von was für einem Tier sie stammen mochten. Während er so dasaß, hörte er ein leises Rutschgeräusch zu seiner Rechten. Er leuchtete mit der Laterne dorthin und entdeckte, dass sich im Morast ein gut 4 Fuß breites Loch aufgetan hatte. Das Rutschgeräusch stammte vom Schlamm, der hineintriefte. Matthew dachte, dass es die Stelle sein konnte, die unter seinen Füßen nachgegeben hatte. Selbst die Erde wehrte sich gegen den endlosen Regen. Er stand auf, ging langsam an den Rand des Lochs und leuchtete mit der Laterne hinein. Zuerst entdeckte er in der Tiefe etwas, das wie ein Haufen Hölzer aussah. Alles war schlammbedeckt und lag in einem wirren Durcheinander.
Doch je länger er darauf starrte, desto klarer wurde das Bild. Furchtbar klar. Er konnte die Knochen eines Arms ausmachen, die auf etwas lagen, das ein halb verwester nackter Oberkörper sein mochte. Ein graues Kniegelenk stach aus dem Matsch hervor. Eine Hand, deren Finger zu dürren Knochen geschrumpft waren, griff nach oben, als flehte sie um Hilfe. Auch ein Kopf befand sich dabei, ein schlammiger Schädel, an dem nur noch wenig Fleisch hing. Matthew, dessen Mund knochentrocken geworden war und dessen Herz nur so hämmerte, konnte sehen, dass die Schädeldecke wie von einem grausamen Schlag nach innen eingedellt war. Ein Hammer konnte einen solchen Tod herbeiführen, erkannte er. Ein Hammer oder ein rattentötender Holzschlegel. Anscheinend ruhte mehr als eine Leiche in dem Grab, vielleicht vier oder fünf, die einfach hineingeworfen worden waren und nun durcheinander lagen. Es war unmöglich, das genau zu sagen, nur dass es eine Vielzahl von Knochen war. Keine der Leichen schien angekleidet beerdigt worden zu sein. »Hä? Herr Gerichtsdiener, seid ihr euch sicher, dass er sich nicht von der Weste trennen will?« Matthew spürte, wie der Boden unter seinen Füßen nachgab und zu rutschen anfing. Mit einem Geräusch wie dem Zischen von einem Dutzend Schlangen begann die Erde um ihn herum einzubrechen, und Matthew sah, dass noch mehr menschliche Gebeine wie die Schiffssparten eines Wracks an die Oberfläche gedrückt wurden. Wie in einem Albtraum gefangen, stand Matthew benommen auf dem sinkenden Erdreich, während unter seinen Schuhen lauter Hinweise auf Mord hervorquollen. Erst als er Gefahr lief, in die Arme der Toten zu sinken, wandte er sich ab, zerrte seine Beine aus dem Schlamm und kämpfte sich zur Scheune vor. Durch den Regen mühte er sich in Richtung des Wirtshauses ab. Die Dringlichkeit seiner Mission verlieh ihm Flügel. Noch einmal rutschte er aus und fiel hin, bevor er die Tür erreichte, und dieses Mal krachte die Laterne in eine Pfütze. Die Kerze erlosch. Roter Matsch überzog ihn von Kopf bis Fuß. Als er in die Wirtsstube taumelte, sah er, dass Chocomb nicht mehr am Tisch saß. Obwohl der Bierkrug dort noch stand und der bitter riechende Pfeifenrauch in der Luft hing. Matthew unterdrückte den Drang, dem Richter eine Warnung zuzuschreien, betrat schnell die Kammer und verriegelte die Tür hinter sich. Woodward lag wie vorher lang ausgestreckt im Tiefschlaf da. Matthew schüttelte den Mann an den Schultern. »Wach auf! Hört ihr mich?« Obwohl seine Stimme hoch vor Angst war, tönte sie laut genug, um den Richter aus dem Schlaf zu reißen. Woodward begann zu erwachen. Seine Augenlider öffneten sich und seine trüben Augen bemühten sich, etwas zu sehen. »Wir müssen hier weg!« drängte Matthew. »Sofort! Wir müssen!« »Heiliger Herrgott im Himmel!« krächzte Woodward. Er richtete sich auf. »Was ist dir geschehen?« »Bitte hör zu«, sagte Matthew. »Ich habe da draußen Leichen gefunden. Skelette, die hinter der Scheune begraben sind. Ich glaube, Chocomb ist ein Mörder.« »Was? Hast du den Verstand verloren?« Woodward schnüffelte den Atem des jungen Mannes. »Das kommt von dem verdammten Indianerbier, stimmt's?« »Nein, ich habe tot in einer Grube gefunden. Vielleicht hat Chocomb sogar Kingsbury ermordet und ihn dort reingeworfen.« Er merkte, wie verwirrt der Richter dreinschaute. »Hört mir zu! Wir müssen so schnell wie möglich von hier fort!« »Gentlemen!« Es war Chocombs Stimme hinter der Tür und Matthew gerann das Blut in den Adern. Knöchel pochten gegen das Holz. »Gentlemen, ist alles in Ordnung?« Ja, wie es weitergeht, könnt ihr dann hier drin lesen. Es ist wirklich sehr spannend geschrieben. Es ist sehr cool. Wer mit Hexenverbrennung und so weiter echt was am Hut hat, ist hier genau richtig. Man muss beachten, dass es der erste Band ist. Und dennoch ist es teilweise für den einen oder anderen vielleicht etwas zu lang. Zu langatmig. Dennoch finde ich, ist es einfach ein richtig gelungenes Werk. Und man darf gespannt sein auf den zweiten Band. Ja, das war noch unser kleiner Abschluss in diesem Jahr für eine Rezension, die wir unbedingt fertig machen wollten.
Und wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, dann wisst ihr, ein Daumen hoch, ein Abo wäre super. Schreibt was unter die Kommentare, wenn ihr sowas mal gelesen habt oder direkt dieses Buch, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr am Donnerstag mit einem neuen Buch. Ansonsten sehen wir uns noch die Woche über. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Tigurion.